Und herzlich willkommen zu Schön Blöd. Endlich ist es wieder soweit, der Ball rollt, EM. Und endlich kann man wieder mit seinen deutschen Lieblingsspielern mitfiebern. Havertz, Füllkrug, Musiala. Auf welchen Spieler freust du dich am meisten bei der Europameisterschaft? Ronaldo und Messi. Ja gut, okay. Vor dem Spiel ist ja vor dem Spiel und da kommt's vor allem auf die Sicherheit an für alle Fans. Die Fanmeile in Frankfurt geht deshalb so ein bisschen Richtung Fort Knox. Nicht mal Drohnen sind zugelassen, wenn der Ball rollt. Die Polizei hat schon mal Abwehrsysteme in Stellung gebracht. Nachher filmt noch einer. Ronaldo und Messi. Beim Umziehen. Dort wird es dann in Teilen auch unschöne Bilder geben, weil wir nicht warten, bis die Situation vorbei ist. Ja, nee, das finden wir schön. Auch schön ist, was sich die Verantwortlichen ausgedacht haben, um mal ein bisschen Licht in die Sache mit den 22 Spielern und der gefüllten Lederblase zu bringen. Am Mainufer hat man gewartet, bis es dunkel ist, um es dann wieder hell zu machen. Lightshow, meine Damen und Herren. Und was hat das eigentlich mit Fußball zu tun? Ja, die Musik irgendwie. You'll never walk alone. Im Stadion ja ein Kultsong. Dafür treibt sie aber ziemlich alone auf dem Boot durchs Wasser. Da braucht's jetzt nicht mal den Videoschiri, um zu erkennen, das Boot ist zu weit draußen. Eindeutig im Abseits. Wo steuert der Kahn eigentlich hin? Ist mir scheißegal. Genau. Konkrete Pläne sind für Feiglinge. Das finden wir schön. Apropos Schiff, nicht nur Fußballer sind diese Woche sportlich unterwegs, auch Segler. Auf dem Edersee gab es eine Riesenregatta mit Vollgas über den Stausee. Du siehst da zwar ein bisschen Wind am Wasser, aber erstens dreht er die ganze Zeit. Gerade ist er noch von da gekommen, jetzt kommt er 180 aus der anderen Richtung. Was willst du da machen? Na, einen schönen Motor dran schweißen lassen, vielleicht von einem Profi. Oder man geht erstmal ganz in Ruhe frühstücken. Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Genau, ohne Eier frühstücken ist nämlich wie Segeln ohne Wind und damit blöd. Aber zurück zu der Ball hat 90 Minuten. Es gab ja im Vorfeld viele Diskussionen, wie schlägt sich die Mannschaft? Ist Manuel Neuer noch der richtige Torwart? Hier sehen wir ihn beim Training und hier auch. Nun ja, das Motto war ja alle Schotten dicht. Die Jungs von der Insel haben es irgendwie anders verstanden. Germany, fantastic. All the people, fantastic. Ja, und many, many German Billigbier, auch fantastic. Riesenstimmung also, mal ein EM-Auftakt, der nicht gleich befürchten lässt, dass die EM eigentlich schon wieder vorbei ist. Und beim Spiel dann auch den Highlandern schön den Kilt ausgezogen. Das ist doch schön. Und jetzt mal nicht den Sand in den Kopf stecken, das war schön blöd.